Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, ich drücke direkt mal X. Es ist soweit. Es ist endlich erschienen. Und zwar Crash Bandicoot 4 It's About Time. Der vierte Teil, der offiziell offensichtlich vierte Teil der Reihe. Das ist, glaube ich, auch dann tatsächlich der erste Teil, wenn man es mal richtig, richtig streng nimmt, seit dem dritten Teil. Der, glaube ich, 98... Achso, ja, Vereinbarung akzeptieren, natürlich. Ja, ja, komm, ihr macht fertig. Ich bin einverstanden. 22 Seiten, okay. Ja, alles klar. Machen wir nochmal die nächsten 25 fertig. Ja, oh, ah, der Paragraph 13 bin ich nicht mit einverstanden. So, was? Erstellt eine Activision könnte, um einen einzigartigen Skin für Crash und Coco freizuschalten. Möchte ich jetzt gerade nicht machen. Vielen Dank. Möchtest du die Kontrollrechte wirklich überspringen? Ja, mache ich jetzt erstmal. So, oh Gott. Wie lange ist es dauert, bis man hier oben im Hauptmenü ist, ne? Aber egal. Komm, ich laber jetzt erstmal ein paar Minuten. Das heißt, für all diejenigen, die jetzt hier zufälligerweise drüber stolpern sollten, und mich noch nicht kennen sollten, ne? Ich rede gern. Also vornehmlich im ersten Part rede ich etwas länger meistens über Vorgeschichten, die die meisten Leute sowieso schon kennen. Und gerade bei Crash Bandicoot ist es halt so eine Sache, weil ich habe jeden gottverdammten Crash Bandicoot-Teil, also noch nicht jeden, der bisher erschienen ist, gemacht. Aber wenn man mal in die Beschreibung guckt, dann sieht man alles, was ich an Crash Bandicoot-Teilen bereits Let's Played habe in den letzten 10 Jahren. Beginnt beim ersten Teil, zweiten Teil, dritten Teil für die PlayStation 1. Crash Team Racing habe ich gemacht, das Original. Crash Bash, zwar nur im Stream, aber habe ich gemacht, ja, kann man nichts gegen sagen, zu 100%. Dann auf der PlayStation 2, Zorn des Cortex, Twin Sanity, Crash of the Titans kam erstmal, dann Mind Over Mutants und die Crash Nitro Kart Spiele und, Crash Tag Team Racing, genau. So, was gab es noch? Dann habe ich noch gespielt, natürlich die Insane Trilogie, das Remake von Crash Team Racing und den Game Boy Advance Teil Crash Bandicoot XS. Und jetzt, ja gut, der nächste Teil der Reihe, ja, kann man eigentlich sagen, es ist auf jeden Fall eine Spielereihe, der neueste Teil der Reihe. Und wir haben jetzt heute tatsächlich den 1.10. erst, ich habe mir die letzten beiden Tage richtig Mühe gegeben, ob ich das Spiel nicht schon vor Release bekommen kann, weil ich jetzt momentan noch Urlaub habe. Und siehe da, ich war gestern beim GameStop, hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Saturn verkauft, dann machen wir es natürlich auch. Bin zum Saturn getingelt, was war gestern Jahresabschluss, wollte die Umsätze jetzt nicht künstlich nach oben treiben, hat ihm mir empfohlen, hör mal, komm doch mal morgen am 1.10. wieder. Und siehe da, beim Italiener essen gewesen mit Julia. Ich habe mich dann in die Stadt verabschiedet. Und ja, es ist zu kaufen gewesen. Oh mein Gott. Das Schöne ist, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was mich hier erwartet. Ich habe noch keine Videos gesehen. Ich habe mich extra dumm gehalten möglichst. Ich habe jetzt nur ein bisschen bei der Aufnahme Probleme gehabt. Ich hoffe mal, die Qualität ist so in Ordnung. Ich werde es auch versuchen, in 1080p zu machen, dass es dann auch anständig aussieht, ne? Da seht ihr mal, wie viel mir das Spiel bedeutet. Ja, ja. Und, ich nehme das jetzt mit X-Bit auf, weil ich habe jetzt hier mir einen neuen Grabber geholt, hier den HD60S Plus. Und das scheint nicht so ohne weiteres zu funktionieren. Also Bild ist super zwar, wenn ich das über das Programm starte, aber da habe ich keinen Ton. Deswegen, ich mache es jetzt gerade über mein Stream-Programm, mache eine lokale Aufnahme. Hoffe aber mal, dass alles soweit, ja, Taco ist. Mal sehen. Ich warte mal ab. So, neues Spiel. Wir nennen uns, was? Okay, das ist interessant. Normalerweise geht es nach oben immer weiter. Also, dass ich dann jetzt, wenn ich nach oben zeige, auf B käme. Das verwirrt mich jetzt. Da ich nicht weiß, wie viele Sonderzeichen wir haben, doch mal den normalen Weg. Nennen wir es mal. Ich freue mich mega, ne? Also es ist unglaublich. Ich bin eigentlich überhaupt kein Typ, der gehypt ist, aber nach den ganzen geilen Remakes, die jetzt alle kamen, Tony Hawk war richtig geil. Mafia habe ich auch gezockt, war auch richtig geil. Spielstil wegen. Wie geil ist das denn? Modern und Retro. Modern, wenn du stirbst, geht das Spiel immer am letzten Checkpoint weiter. Empfohlen. Die Spielweise kann auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels oder der Fortschritt bei Belohnungen. Kann jederzeit im Gameplay-Menü Gameplay-Optionen geändert werden. Natürlich wollen wir den Retro-Stil haben. Du musst eine begrenzte Anzahl an Leben. Wenn alle Leben aufgebraucht sind, musst du den Level neu starten. Natürlich. Ist doch klar. Ich weiß nur, es soll, glaube ich, ziemlich groß sein. Und das habe ich auch schon gesehen anhand der Spieleverpackung, nämlich. Es gibt hier einen Mehrspielermodus, Bandicoot Cup, was auch immer das ist. So, gehen wir erstmal nochmal in die Option rein. Gummiplay, Spielstil Retro, Zeitkampfgeist, schalte Sichtbarkeit von Zeitkampfgeistern an oder aus, verbesserte Schatten. Ja, ich spiele übrigens jetzt nicht auf der PS4 Pro, sondern auf der normalen PS4. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche Einbußen hat. Ach, warte mal, können wir eigentlich nochmal gucken. Sprung, Sekundär, Primär, Maskenpower. Masken gibt es hier auch, ne? Also als schöne Analogie zu Crash Bandicoot Zorn des Cortex. Nur die haben jetzt hier nichts, glaube ich, mit Elementen zu tun, sondern irgendwas mit Zeit. Keine Ahnung. Bewegen, auch mit dem Steuerkreuz. Sehr gut. Ich werde das schon im Spiel lernen. Video, Kamera rütteln an, Bewegungsunschärfe an. Das mache ich vielleicht aus. Das war im ersten Teil ein bisschen kacke teilweise. Farbenblind-Option habe ich glücklicherweise kein Problem mit. Sound und Untertitel. Alter, okay, es gibt so viel. Ich habe schon gedacht, warum gibt es einen eigenen Unterpunkt für Untertitel? Ein eigenes Menü, ne? Aber okay. Und Deckkraft hin. Ja, komm. Es ist in Ordnung. Privatsphäre und Konto, alles klar.
Gut, okay, gut. Dann würde ich noch sagen, zu guter Letzt ist es natürlich blind, es ist noch gar nicht erschienen, das Spiel. Ihr werdet jetzt heute, am 1.10., werde ich euch einen Part freigeben, ne? Ich habe ja, bevor das Spiel erschienen ist, ein kleines Webcam-Video gemacht und euch gefragt, wie wollt ihr es haben. Alle Parts auf einmal oder lieber dann auf mehrere Tage aufgeteilt. Ich werde jetzt heute, ne, am 1.10. einen Part freigeben als Einstimmung. Ich werde morgen, am 2.10., am offiziellen Release-Tag, werde ich alles an Video rausballern, was ich habe. Also wird wahrscheinlich dann diese heutige Aufnahme werden. Das heißt, es kann sein, dass morgen 4, 5 Videos vielleicht dann kommen. Und ab dem 3.10., ab Samstag, werde ich dann mit 2 Parts weitermachen. Weil ich werde jetzt aufnehmen wie ein Berserker den nächsten Tag, wo ich noch frei habe. Aufnehmen, rendern, währenddessen jemand anderes machen, also mir rumspielen oder so, ne? Und dann direkt wieder aufnehmen, wenn es fertig gerendert ist. Und ja, ich habe mega Bock, echt. Komm, wir starten jetzt einfach. Böses Erwachen. Bandicoot, endlich hab ich, der große Neokortex, dich dort, wo ich dich haben will. Und jetzt der letzte Schlag. Still, du Dummkopf. Sieh's ein, Entropy, es wird schief gehen. Wieder. Wenigstens versuchen Uka-Uka und ich uns zu befreien. Ich werde mir dein hirnverbranntes Gefasel kein weiteres Jahrzehnt lang anhören. Oder dein Kauen. Ist er tot? Lass ihn. Er hat ausgedient. Eine große Macht ist erwacht. Crash. Ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Schnell, wir müssen los! Crash! 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 Dürfen wir? Oh, wir dürfen. Oh, wie schön. Aber sehr, sehr geil. Offensichtlich knüpft das Spiel direkt am dritten Teil an. Weil im dritten Teil, man mag sich vielleicht erinnern, hat sich Cortex ja mit Entropy und mit Uka-Uka zusammengetan, um halt Crash stoppen zu... guck mal, ein Spyro. Um sich mit Crash zu, mit Cortex zusammenzutun, um halt Crash zu stoppen und die Weltherrschaft an sich zu reißen, ne? Wie Piggy und der Brain. Und was ist dann letztendlich passiert? Okay, ich habe die Trophäe bekommen. Das ist eigentlich nicht passiert. Aber, ja, was ist letztendlich passiert? Wir haben es natürlich geschafft und sie wurden dann in der Zeit gefangen, sind dann quasi prähistorisch als Babys wieder aufgewacht und waren jetzt da wohl offensichtlich ein paar Jahre. Und ja, komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Bam, geh baden! Okay, man kann Bongo-Trommeln kaputt machen. Man kann noch... Ja, genau, das ist unser Bauchklatscher. Also eine kurze Steuerung. Analogstick ist natürlich Rennen, ne? Genauso wie Steuerkreuz. Vierk ist einmal Wirbeln, das ist unsere Attacke für all die, die es nicht kennen. Kreis ist Rutschen. Ich kann das Radio leider nicht kaputt machen. Und wenn man springt und nochmal springt, haben wir einen Doppelsprung. Das heißt, wir müssen den nicht mehr lernen. Das ist schon mal sehr gut. Und springen und Kreis ist... Boah, bitte lass mich das spielen. Wie geil ist das denn? Was ist... Hä? Die perfekte Welle, okay. wie geil ist das denn? Wie viel Scheiße ich hier schon rausgefunden habe? Oh mein Gott. Levelstatistik. Eine von 104 Kisten? Genau, okay. So, okay. Ich habe jetzt, glaube ich, genug gelabert, erstmal zu Beginn. Warum habe ich einen Hut? Echt... bin überfordert mit dem Spiel. Aber sehr coole Extra schon direkt am Anfang. Einmal ein Spyro haben wir gefunden, dann hier im Fernseher können wir alle Teile nochmal durchgehen, zumindest die Titelscreens jeweils, ne? Ich habe einen Hut aufgezogen und...
Typisch für die Crash Bandicoot-Spiele, was haben wir hier überhaupt? Wir haben erstmal oben rechts unsere Leben, 4 Stück. Dann haben wir darunter Totenköpfe, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Dann haben wir 104 Kisten in dieser Stage bereits kaputt gemacht. Wenn wir alle Kisten kaputt gemacht haben, so war es zumindest in der Vergangenheit, haben wir dann immer am Ende des Levels einen Edelstein bekommen. Und unten links irgendeine Leiste, wo nochmal 3 Edelsteine sich verbergen. Was will ich überhaupt machen? Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, was man hier alles holen kann. Warum ist mein Hut jetzt? Ich will meinen Hut behalten. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man hier alles holen kann. Ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, 100%, ne? Was dann bedeutet, alles, was jetzt nicht unbedingt was mit Gefahr mit zu tun hat, würde ich gerne machen. Ich muss aber sagen, die Steuerung ist gerade so, fühlt sich ein bisschen schwammig an, ne? Mal gucken, wie es wird. L2 hat zeigen. Okay. Okay, der war gut versteckt, muss ich sagen, ne? Hau ab! Ich hab ein Leben verloren. Ja, schön, schön. Super, dann geht ja gut los. Die Kisten bleiben nicht gespeichert, ihr blöden Penner. Ja, okay, warum auch, ne? Weil ich hatte keinen Checkpoint, Entschuldigung. Ich war jetzt gerade so ein bisschen an den ersten Teil zurückerinnert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die ist echt ein bisschen schwammig, die Störung. Muss man sich ein bisschen dran gefühlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Also die ist nicht so direkt, also zumindest habe ich das Gefühl, also definitiv nicht so wie in den früheren Teilen. Aber ich glaube auch schwammiger als bei der Insane-Trilogie. Oh cool, guck mal, die Checkpoints geben jetzt auch Wumperfrüchte. Also genau, diese Äpfel, das sind Wumperfrüchte, ne? Ein Käfer? Ha, hab dich! Aber irgendwie scheinen die Gegner jetzt auch eine kleine Homie-Funktion zu haben. Springen auf TNT, um den Countdown zu starten. Ja, das kennen wir auch schon. In 3 Sekunden. Nee, das mache ich jetzt bestimmt nicht nochmal. Er ist schon auf dem Weg zu sterben. Die TNT-Kisten zählen, glaube ich, auch bei den zu zerstörenden Kisten noch mit rein. Schnell, wir müssen los. Ich wollte die Eidechse noch haben, hätte ich jetzt stören können. Alter, wenn es so viel Kleinschuss in jedem Level zu holen gibt, meine Fresse. Dann bin ich immer gespannt, wie viele Level es überhaupt gibt. Oh Mann. Checkpoint. Bleibt doch mal geschmeidig. Oh, vor allem seid ihr so bekloppt. Das erinnert mich jetzt gerade sehr, sehr stark an den ersten Teil. Akku schützt sich vor Schäden. So, zack. Genau, das ist einmal, da dürfen wir einmal getroffen werden vom Gegner. Spinnchen, schießt du auf mich oder was tust du? Was? Nee, ernsthaft? Okay. Es fühlt sich anders an als die alten Teile, muss man sagen. So vom reinen, wirklich vom reinen Gefühl her. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier tun muss, um die kaputt zu machen. Oder soll ich die gar nicht kaputt machen? Oh Gott, vielleicht hätte ich doch erstmal den modernen Spielstil wählen sollen, oder? Ist mir egal. Komm, wir ziehen jetzt mit klassisch durch oder retro. Hier können wir doch einfach durchrutschen, mal gucken. Ach so, okay, das ist ja einfach. Ich habe ja auch kein Bestreben, alle Gegner zu vernichten. Es sei denn, es gibt natürlich was dafür. Habe ich eigentlich... Moment, Moment. Ah, okay. Sekundär, also von der Steuerung, um nochmal drauf zurückzukommen. Sekundär ist der Kreisknopf, genau, also das Rutschen. Und primär ist dann entsprechend das Wirbeln. Hopp, hopp. So, jetzt können wir schon mal weitergehen. Man kann immer so ein bisschen anhand der Kisten feststellen. Ach so, es geht auch so, genau. Wie weit man im Level vorangeschritten ist. Aber guck mal, jetzt wirbelt der Akku immer um mich herum, anstatt dass er jetzt sonst einfach immer nur, wie sonst eigentlich, neben mir chillt. Zang, 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 zang. Wollt du wissen, ob davor vielleicht ein TNT-Kiste ist, die mich dann direkt wieder tötet? War glücklicherweise nicht der Fall. So, Spiel durchgeschafft. Perfekt. Mein Bild ist weg. Fuck. Das ging gerade weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mein Bild ist gerade weggegangen. Darf ich Level neu starten machen oder mich einfach mal töten? Ich habe gedacht, das wäre eine Ladepause. Scheiße. Ich habe bestimmt voll die Sachen verpasst, oder? Was ist denn weitergeben? Hä? Bisschen weitergeben. Weitergeben wie in den alten Zeiten. 2 bis 4 Spiele wechseln sich ab, um gemeinsam abzuschließen. Bei Toten, an Checkpoints oder in beiden Fällen wird der Controller dann weitergereicht. Am Ende des Levels werden die Punkte zusammengezählt. Ihr könnt jederzeit einen nur aussteigen. Ah ja, okay, von mir aus. Habe ich schon irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Fuck. Wie dumm. Ah, ich habe gerade was verpasst. Ich will mich bitte töten, ich will mich bitte töten. Scheiße. Wie dumm ist das denn? So, ich töte mich. Ich will den Checkpoint nicht haben. Füge mich nochmal zurück. So, okay. Vielleicht habe ich auch gar nichts verpasst, ne? Will ich nicht ausschließen. Ich habe es gerade nur im Vorschaubild gesehen, dass es weitergeht.
Sie haben mich gesagt, ja, spiele durch. Ich hatte nämlich schön Schwarzbild bei mir. Was ein Käse, ey. Scheiß Grabber-Technologie. So, komm, jetzt haben wir es aber. Natürlich opfer ich auch gerne Leben. Natürlich mache ich dann die Level auch gerne nochmal neu. Kein Problem. So, 63 Kisten und wir haben... Einen Edelstein haben wir verdient, so wie es aussieht. So, Checkpoint, Dankeschön. Kriege ich denn Leben auch durch Wumperfrüchte? Ich hoffe mal. Das wäre ziemlich doof, wenn nicht. So. Das meine ich mit der Homing-Funktion, der Gegner. Wo wirfst du hin? Okay. Nein! So. Ab ins Wasser. Geh baden. Zack, zack, zack. Ich hoffe nicht, dass das allzu häufig passieren wird. Halten zum Kriechen, ich rutsche lieber durch. Hallo! So, jetzt machen wir hier nochmal einen Powersprung, einen Rutschsprung. Ich bin gespannt, ob es hier auch Zeit-Challenges gibt. Ich hoffe mal nicht. Aber natürlich wird es sie geben. Das ist in alten Teilen angeglichen. Ich glaube, Toys for Bob hat ja, glaube ich, auch die Insane-Trilogie gemacht, ne? Oder? Waren die das? Schwesterlich. Oh, Bonus-Stage, Bonus-Stage. Haha. Geil, ich hoffe, ich kriege ein paar Leben, ey. Ich habe schon einige verpasst. So, dankeschön. Hupp, hupp. So, oh Gott. Ach so, okay, das geht ja noch. 2, 3, 4, 5. Da hinten sehen wir die Torner-Couch. Ich weiß nicht, ob das Level ja gleich zu Ende ist. Okay, es gibt hier tatsächlich nur 8 Kisten. Normalerweise sind die Bonus-Level eigentlich immer ganz geil dafür gedacht, Sachen zu holen. Es läuft jetzt auch, zumindest jetzt auf der normalen PlayStation schon mal als kleines Feedback, nicht ganz auf 60 Frames, so wie es aussieht. Also mehr als 30 sind es auf jeden Fall auf Abwägen, okay. Ich werde es aber trotzdem mit 60 Frames einfach mal rendern. Einfach, weil ich es kann. Jetzt haben wir die doppelte Power. So. Nicht runterfallen, das tötet mich. Was ich aber ganz nett finde, wir haben unten eine kleine Hilfe für unsere Landungen. Ja, diesen kleinen Kreis, den wir da sehen. Finde ich ganz nett, weil es war in den alten Teilen teilweise wirklich ein bisschen schwierig. Manchmal rein, okay. Immer festzustellen, wo man jetzt gerade landen möchte. Weil in den ganz alten Teilen ging das eigentlich noch. Wackelt da was? Bricht da was zusammen? Nein, gut. Die brechen aber zusammen, wollte gerade sagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1 und rüber. Zack, zack. Ah, wie ein junger Gott. Da macht sie jahrelange Verspätigungsbezahlung, Erfahrung bezahlt. So rum. Ich habe es immer noch nicht festgestellt. Bekomme ich jetzt Leben, wenn ich 100 Wumperfrüchte habe? Ja, nein, vielleicht. Ein kleiner Totenkopf auf der Plattform. Brauchen wir nicht. Okay, die brauchen wir aber. Ich habe die Struktur von dem Spiel... Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt quasi ein zusammenhängendes Spiel ist oder ob ich gleich auch wieder in Warp Room gelangen werde. Ich finde Warp Room ja irgendwie geiler, ne? Den hätten wir nutzen können, brauchen wir aber nicht, weil wir können den hier... Zack. Ah, verflucht. So. Und guck mal, das Spiel kann jetzt mittlerweile sogar rechnen. Jetzt muss ich mir jede einzelne Wumperfrucht zählen, die wir bekommen haben. Lalalalalala. Haben wir eigentlich noch unseren Helikopter? Weil eigentlich müssten wir, wenn es ja in den dritten Teil anschließt, ja noch alle Fähigkeiten haben, die wir gelernt haben, oder? Also die Bazooka haben wir offensichtlich auf jeden Fall nicht mehr. Mir fehlt eine Kiste, da ist die letzte Kiste. Ne, haben wir leider nicht mehr, okay. Wir haben alle Kisten gefunden. Ist das nicht toll? Ich finde es super. Dankeschön. Und unser erster Edelstein. Böse Erwachen, Level abgeschlossen. Was? Okay, Edelsteine und Skins. Edelsteine schalten Skins frei. Verdiene Edelsteine, indem du Kisten zerbrichst, Wumpas einsammelst, versteckte Edelsteine findest und drei Level in drei oder weniger Leben abschließt. Ah, okay. Okay, warte mal, was haben wir denn da? Also, wir kriegen zum einen Edelsteine für die Anzahl der Wumperfrüchte, die wir gesammelt haben. Bis maximal 80%. Das heißt, wir dürfen ein paar übersehen. Das finde ich schon mal sehr beruhigend. Tatsächlich sehr beruhigend. Dann bekommen wir natürlich für alle Kisten einen Edelstein. Dann für maximal 3 Tode. Haben wir offensichtlich abgeschlossen. Ich dachte, ich wäre öfter gestorben. Und irgendwo gibt es noch einen Verborgenen, den ich leider nicht gefunden habe. Aber das wäre zum Beispiel für mich schon mal so eine Sache. Alle Edelsteine würde ich auf jeden Fall in der Challenge gerne holen wollen. Und Zeitkampf, naja gut. Vielleicht ist das ja der Verborgene. Ich weiß es nicht. Insanity Peak. Oh. Aber schön. Also das erste Level hat echt Bock gemacht schon mal. Ich habe jetzt auch relativ schnell an die Steuerung gewöhnt. Die wirkt am Anfang etwas schwammig, aber mit dem Steuerkreuz kann ich zumindest viel besser damit umgehen. So, jetzt mach mich nicht schwach, lass mein Bild da bloß, ne? Oh, jetzt wollte ich gerade einen Schluck trinken. Ne? Mhm. 86 Kisten gibt es hier. Schön, schön. Ich habe wieder 0 Wumperfrüchte. Warum? Oh, ein Leben, ein Leben.
Crashkistengewehr und ein extra Leben. Dankeschön. Und Wuppe 30 habe ich bekommen. Alter Vater, okay. Nehme ich an, auf jeden Fall. So. Oh, geil, ey. Boah, ich werde das so hart zocken am Wochenende. Meine Fresse. Also Videoprobleme werde ich wahrscheinlich erstmal nicht haben. Also von der Menge her zumindest. Checkpoint, dankeschön. Ein Hammerman. Schmeißt du? Nein, du schlägst. So. Alle hopp. Und flupp, flupp. Das heißt, man muss echt so ein bisschen auch die Augen aufhalten, um zu gucken, wo vielleicht nochmal ein verborgener Edelstein ist. Kann ich jetzt schon erkennen? Nein, okay. Ich dachte, man könnte jetzt vielleicht schon erkennen, was da für Edelsteine existieren. Ah! Scheiße. Das war knapp. Aber geiles Level-Design, muss ich auch sagen. Sieht sehr schön aus. Ah, man kann auch hochklettern und runterklettern. Sehr cool. So, einmal auf der kleinen Plattform landen, bitte. Ah, geil. Geisterhände, die halt festhalten. Die sich dann wieder verpissen. Auch nicht schlecht. Cool. Und schöne Pilze. Da wird Julia sich freuen. Julia mag Pilze. Ich mag nur einen Pilz. Liebst du vom Köpi. So. Zack. Ja, ja. Ah, sehr cool. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist, es gibt hier echt viel zu holen. Das erste Level war von der Länge her auch echt in Ordnung. Ui, ja. Ich finde das immer blöd, also das hat mir bei Twin Sanity zum Beispiel nicht gefallen. Ich will die Maus sehen. Ist das eine Maus aus den alten Teilen? Vom Design ist jetzt ein bisschen so aus, nur halt verstorben, ne? Das hat mir bei Twin Sanity nicht so gut gefallen, dieser Open-World-Aspekt, weil ich finde, das passt nicht zu Crash, ne? Also levelmäßig finde ich das schon... Oh. Haben wir das jetzt wehgetan oder habe ich das nur kurz betäubt? So. Ab. So, warten wir mal ab. Also vom Aufbau her, also erinnere mich das jetzt nicht ein bisschen an die Donkey Kong-Teile, also Donkey Kong Country Returns und so. Aber so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen... Na, mein Bild ist schon wieder weg. Oh Gott, ich muss einmal warten. Es tut mir echt sehr leid. So, jetzt ist es wieder da. Das ist der Vorteil im neuen Grabber auf jeden Fall. Excalibur! Ich will Excalibur ziehen. Ich will Excalibur ziehen. Komm, mach was, Crash. Ach, dann nicht. Drecks. Echt. Ah. Okay, machen wir erstmal den jetzt. Zack. 2, 3, 4 und 5. Zack. Flop. 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 Wie fällt jetzt so ein Crash Bandicoot Kopf? Ich hab das jetzt gerade nicht gehört. Ja, okay, den habe ich verloren. Da muss man aber echt aufpassen, fällt mir gerade mal so auf, ne? Mit den Wumperfrüchten, dass man die TT-Box nicht einfach ohne weiteres, so wie ich jetzt, kaputt gehen lasse. Weil Kisten, die durch TT-Kisten zerstört werden, da bekomme ich, glaube ich, dann auch nicht mehr die Wumperfrüchte. Das ist ziemlich scheiße. Da muss ich echt aufpassen. Aber ich habe jetzt 9 Leben. Schön. Und noch keins verloren. Zack. Und zack. Ach, einfachste Übung. Das ist eine schöne Jump'n'Run-Herausforderung. Und Leben Nummer 10. Oh mein Gott, wir sind zweistellig. So. Gut. Oh Gott. Ey, das ist ja cool. Die materialisieren sich dann ja erst. Die Kisten, Hilfe. Scheiße. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Ja, hab ich schön verkackt. Egal, komm. Das schaffen wir. Damit, das ist echt nicht ohne. Aber ich darf wahrscheinlich einfach nur keinen Doppelsprung machen, denke ich mal. Okay, jetzt war ich ein bisschen zu unsicher. Nein! Scheiße, scheiße. Wie sieht's mit den Kisten aus? Okay, ich habe nicht mal die Hälfte. Okay, jetzt mit den TNT-Kisten ist ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ah, zack. Ah, so, geht doch. Scheiße, weil ich zu dumm war zum Steuern. 3 oder weniger Tode, wurde gesagt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.